Ein Jahr nach seiner Trennung von Aslar hatte Thorolf eine der Töchter des Bauern Sören geheiratet. Wildes war ein hübsches, wenn auch nach seinem Geschmack zu mageres Mädchen von 15 Wintern gewesen, das ihm in der Hochzeitsnacht ebenso widerwillig wie ängstlich ins Ehebett gefolgt war. Tapfer, mit zusammengebissenen Zähnen hatte sie den Vollzug der Ehe ertragen. Später biss sie zwar nicht mehr die Zähne zusammen, wenn er in sie eindrang, blieb aber stets teilnahmslos und erwiderte weder seine Küsse noch die Liebkosungen seiner Hände. Wie er sich auch mühte, gelang es ihm nicht, Vildis Inneres zu berühren und Gefühle in ihr zu wecken. Nach jedem Akt war ihr die Erleichterung anzusehen, es hinter sich gebracht zu haben. Lange hatte Thorolf ihr Verhalten nicht verstanden. Er war Anfang 40, ein großer, ansehnlicher Mann mit noch immer dichtem schwarzen Haar und zudem ein Fürst, der über rund 800 Menschen in der Gegend um Waldhafen herrschte. Er hatte immer geglaubt, jede Frau würde ihm zu Füßen liegen und ihn innig lieben, zumindest im Laufe der Zeit. Als er Vildis nach Jahren mürrisch danach gefragt hatte, hatte sie ihn verständnislos angeblickt und entgegnet: »Ich bin als junges Mädchen in die Ehe mit dir genötigt worden. Du hast mich nicht gefragt, ob ich dich liebe, bevor du mich zur Frau genommen hast. Weder meinem Vater noch dir war das wichtig. Warum störst du dich jetzt an meinen mangelnden Gefühlen? Bin ich dir nicht eine gute Frau? Wann immer du es willst, spreize ich meine Beine für dich. Ich gebäre dir Kinder, und sicher wirst du dich nicht über die Führung des Haushalts beklagen.« Widerwillig hatte er ihr zugestehen müssen, dass sie ihm eine gute Frau war, und es dabei bewenden lassen. Vildis hatte ihre Pflicht erfüllt und ihm im Lauf der Jahre 6 Kinder geboren. Nur 2 davon hatten das Säuglingsalter nicht überlebt. Was das anging, hatte er wenig Grund zu klagen. Jetzt hörte Thorolf das dunkle, glucksende Lachen seiner Frau. Er ging nach draußen auf den Hof. Das helle Morgenlicht eines späten, warmen Sommermorgens ließ ihn die Augen zusammenkneifen. Vildis spielte Fangen mit Njala und Valni, ihren 6- und 5-jährigen Töchtern. Vildis war in den vergangenen Jahren fülliger geworden und trug ihre blonden Haare zusammengesteckt. Mit geröteten Wangen lief sie Njala hinterher, streckte einen Arm aus und grapschte vergeblich nach dem Hemd ihrer Tochter. Vor Vergnügen kreischend schlug das Mädchen einen Haken, stolperte über einen Stein und stürzte. Nach einem kurzen Schreckmoment begann sie zu weinen. Besorgt eilte Vildis zu ihr, besah das aufgeschlagene Knie und hauchte einen Kuss auf die Schramme. Sie nahm Njala in den Arm und herzte und küsste sie, bis diese nur noch kleine Schluchzer von sich gab. Als Vildis zu Thorolf sah, stand Liebe in ihrem Blick. Aber die galt nicht ihm.